Das war die Antwort, die ich sehen wollte. Natürlich mit ein bisschen Ungereimtheiten zwischendurch. Den einen oder anderen Pass, den ich mir ein bisschen anders gewünscht hätte. Unter anderem von Coleman, der mir hier zu gut wegkommt mit der 2,5. Ja klar, ich meine, der hat das Ding vorbereitet, aber in der zweiten Halbzeit war eigentlich nur noch Zittern angesagt. Wenn er den Ball hat, wusstest du eigentlich schon, der gibt den ab. Ist nur die Frage, zu wem? Zu welchem Gegenspieler? Insgesamt relativ ordentlich. Fischer mit einer 4, der hat aber auch wirklich kaum da vorne irgendwie einen Stich gehabt gegen die Verteidigung. Vor allen Dingen Roderick, der war eigentlich stark. Habe ich zumindest so gesehen. Kaga war mit dem Tor und dann der frühen Auswechslung. Bester Spieler Daniel Wass. Teamansprachen haben alle funktioniert. Ich glaube, das hilft uns dann für die nächsten Spiele. Es ist ja nicht sofort dann nächste Woche das Rückspiel, also ein paar Matches dazwischen. Und ja, mit 0:1 auswärts kannst du da wirklich guten Gewissens dann ins Rückspiel zu Hause gehen. Sollte eigentlich machbar sein. Statistiken müssen wir nicht unbedingt drauf gucken, nur wer Spieler des Spiels wurde, nämlich Gylfi Sigurdsson, der Isländer. Ergebnisse. Wir haben vorhin schon ein bisschen was gesehen. Barca zum Beispiel. Bayern gewinnt 2:0 in der Türkei bei Galatasaray. Ich denke mal, das müsste eigentlich auch schon fast durch sein für die Münchner. 8:2 für den FC Barcelona gegen den FC Zürich. Der Alexander Esswein hat das Tor gemacht zum zwischenzeitlichen Ausgleich. 14. Minute, nachdem Thiago, der jetzige Bayern-Spieler, die Führung erzielt hatte. Messi mit insgesamt 5 Toren, Serge Aurier und Mario Götze auch noch getroffen. Im Duell der Giganten Real Madrid gegen Manchester United gewinnt letzterer 1:0 Danny Welbeck, auch genau wie wir, 1:0 auswärts gewonnen in der 82. Das wird auch schwer für Madrid, würde ich mal sagen. Alles noch drin für Beşiktaş gegen Juve. Ach, guck mal einer an. Guck mal einer an. Chelsea verliert gegen den FC Basel. Die führen mit 2:0 nach 10 Minuten. Und die Krautköpfe vermasseln sich das noch. Vor der Halbzeit sogar noch Führung für Basel und danach nichts mehr passiert. Also das ist mal eine Überraschung. Das könnte natürlich ein schöner Knick sein für die, dass sie in der Liga jetzt gar nichts mehr auf die Reihe bekommen. Man darf hoffen. So, Valencia noch 3:0 gegen Paris Saint-Germain. Ganz schwache Leistung vom französischen Scheichklub. Und auch Sporting Lissabon gegen AS Rom mit dem 0:0. Noch alle Trümpfe in der Hand für die Römer im Rückspiel dann zu Hause. So, die Stimmen können wir uns angucken. Wir sollten Shinji Kagawa nach Lourdes bringen, sagt Jessica A. aus Liverpool. Weiß nicht, ob man da die letzte Salbe bekommt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin zum ersten Mal hier wirklich überfragt. Ich weiß nur, dass die Tochter von Madonna so heißt. Naja, vielleicht wisst ihr ja Bescheid. So, Verletzungen. Barca, oh je, mit 4 Stück. Piqué, Busquets, Mascherano und Rafinha. Unser ehemaliger Nürnberger für eine halbe Saison. Hat er ja da gespielt. So, Kaga war 4 Monate Oberschenkelbruch. Meine Güte, jetzt hat es uns auch erwischt. Wir haben lange Glück gehabt. Und jetzt wird natürlich die Frage sein. Gay, nach der Leistung heute, hat es sich natürlich verdient, da zu spielen. Da müssen wir mal gucken, wen wir da hätten für die Position. Ich glaube nicht viele. Sigurdsson könnte da spielen. Das könnte noch eine Möglichkeit sein. Da müsste halt vorne, ja, Newey wahrscheinlich oder Fischer auf der HS spielen. Also wir haben da Möglichkeiten. Also so schlimm, wie ich jetzt gerade anfangs dachte, ist es nicht. Daniel Wass gegen Miguel Vitor. 2,5er Note gegen Note 3. Also die beiden haben gut gespielt. Nur unser Mann hat das Spiel gewonnen. Ne? So ist es. So. Jetzt haben wir 2 Tage Pause und dann kommt schon West Bromwich, beziehungsweise wir fahren dahin. Aber erstmal gucken wir mal rein. Europa League, die sind ja schon fertig. Also das heißt, es war das Rückspiel hier, dritte Runde. Saint-Étienne ist raus gegen Aston Villa. Rückspiel, ganz klare Sache. Aubameyang hat zwar getroffen hier, aber das war zu wenig. City kommt auch weiter, hatten ja schon das Hinspiel gewonnen bei Marseille. Arsenal auch weiter gegen Atletico. Also da trifft Maxwell heute auch wieder. Palermo, die drehen das noch. Hinspiel hatten sie ja verloren in Bursaspor in der Türkei. 5:1. Dann im Rückspiel. Jacopo Sala, sehen wir hier. Der da das Tor gemacht hat. Zum zwischenzeitlichen, was ist es denn? 3:0 wahrscheinlich. Okay, Dynamo Moskau, Sporting Gijón, da kommen die Spanier weiter wegen den Auswärtstoren. Dortmund kommt auch weiter, ja, 2:2 im Rückspiel, hatten ja das Hinspiel gewonnen. Aber 3:2 Moskau und das Ding hätte anders ausgesehen, da wären nämlich die Russen weiter gewesen. Bremen, naja, die haben Glück.
haben das Hinspiel 2-0 gewonnen, dann verlieren sie 2-1 im Rückspiel nach 1-0 Führung. Also das wurde nochmal spannend. Mehr als man gedacht hätte. So, Fenerbahce ist auch weiter, zweimal gewonnen gegen Eindhoven. AC Mailand locker weiter mit 6-0 insgesamt gegen Athletic Bilbao. Lokomotive Moskau gegen Ajax, da setzen sich die Russen durch. Newcastle auch ohne Gegentor gegen Udinese weiter. Und ja, Lyon, sehe ich das richtig? Ja, die verlieren. Nach Verlängerung 0-2, also sind raus. Servette Genf, die Schweizer, schaffen es hier ins Achtelfinale. Und auch ein Verlängerungsspiel, Genk, der frühere Verein von Jelle Vossen, schafft hier wirklich die Sensation. Gewinnen auswärts in Mailand bei Inter, 2-4 nach Verlängerung. Wer hätte das denn bitte geglaubt? Also wer da gewettet hat, ich glaube, der ist jetzt auch reich, der kann kündigen morgen. Spartak Moskau ist auch weiter gegen Dynamo Kiew, also russisch-ukrainisches Duell hier. Anschi Machatschkala bekommen auf die Schnauze im Hinspiel zu Hause und jetzt noch viel mehr im Rückspiel. In Glasgow bei Celtic 6-0. Tor von Johannes Wurz, ehemals Saarbrücken und hier dann Bremen, hat dann Tor gemacht. Und auch letztlich Genua weiter gegen Trabzonspor, alles klar. Gott sei Dank muss man da nicht mehr so viel vorlesen, das ist, da muss man erstmal einen Überblick behalten bei den ganzen Ergebnissen, vor allem wenn es dann noch drum geht, hier Hin- und Rückspiel wird aufgezeigt. So, das ist natürlich jetzt ein absolutes Drei-Punkte-Spiel. West Bromwich Albion im The Hawthorns, so heißt das Stadion. Das ist der Tabellenletzte. Ich würde mal schätzen, genau da unten steht es ja auch, 8 Punkte haben die, 19-52 Tore. Das heißt, die gewinnen nicht, die schießen keine Tore und die kassieren massig. Also wenn du da nicht gewinnst, dann kannst du, glaube ich, die Meisterschaft so langsam, glaube ich, abschreiben. Wollen wir mal gucken, was hier los ist. Also, Fulham gegen City, Chelsea gegen Aston Villa. Und dann haben wir auch noch Man United gegen Queen's Park. Also das ist, glaube ich, das klarste Spiel von den ganzen, die wir hier sehen. Das würde dann heißen, Minimum der 6. Sieg in Folge für Man United. Dann kommen die uns natürlich dann massiv nah, wenn wir nicht selber auch gewinnen sollten. So, da sehen wir es schon. Der muss natürlich jetzt ersetzt werden. Ja, Leute, so, wo ich mich schon drauf freue, gleich euch zeigen zu können, war ein Wunsch von euch gewesen. Die Kader der jetzigen Bundesligisten mal zu zeigen. So, Chris Newey nehmen wir hier wieder mit. Ich meine, Gay ist im Moment absolut gesetzt für die Position. Stärke 77, wenn ich jetzt Sigurdsson mal hinziehe, dann kommt er auf eine 75. Und von der Form her ist er sogar noch ein bisschen schlechter. Also ist es eigentlich klar, dass wir das erstmal so spielen werden. Coleman, ja, also er wurde mit einer Vorlage und natürlich aufgrund dessen mit einer 2,5 bewertet. Aber ich habe ihn jetzt, wie gesagt, nicht so stark gesehen. Müssen wir einfach mal gucken, ob wir hier wirklich jetzt mal komplett durchwechseln. Also Torwart ist klar, da wollte ich ja Christiansen einwechseln. Garbutt für Daniel Wass. Sind ja alle ein bisschen müde, ihr seht es ja hier. John Heitinger kommt auch rein. Obiang für Barclay. Thorgan Hazard, wirklich dann, ich überlege gerade. Vielleicht für Robinson. Dass wir das heute mal ganz anders spielen. Also Obiang geht da ein bisschen nach hinten. Nicht auf DM, sondern auf ZM, wenn das hier mal ginge. Thorgan Hazard, der macht dann so ein bisschen in der Mitte den OM. Also alles ein bisschen offensiver, als wir das gewohnt sind. Gefällt mir nämlich dann besser. Ich meine, Robinson muss auch mal eine Pause haben. Der hat jetzt auch permanent durchgespielt. Da kommt mal Janne Via mit. Oder wir lassen den mal spielen für Obiang. Das können wir natürlich auch mal machen. Ich denke, das ist eigentlich besser, ne? Also vielleicht dann mal ein bisschen versetzt alles. Hier Sigurdsson auf die Seite, er kann ja mit links. Ja, also kann mit links vier Dings hat er da. Und er ist aber auch eigentlich mehr links. Er kann sogar noch mehr, noch besser. Dann machen wir das mal anders. So, dann geht Sigurdsson hier auf die Seite, hängende Spitze. Also ein bisschen versetzt alles, schön. Finde ich eigentlich ganz okay. So, das sieht jetzt so ein bisschen eher nach einer Reihe aus. Bin ich gespannt, wie wir das spielen. Fischer, Frische ist relativ gut. Forsten mit einer 80. Ich lasse aber Fischer stehen. Der muss sich ja einspielen noch bei uns. Dass wir den dann wirklich als, ja, Mitglied, als vollwertiges Mitglied sehen können. Chris Newey darf auch spielen. So, Miralas, Landström, den nehme ich mal mit für Barclay. Jauvelu, da kommt Colocini mit. Und was kann ich mit Daniel Wass machen? Da kann ich Miralas mitnehmen, aber wir brauchen ja eher hinten noch ein paar Leute. Wie sieht es denn jetzt roten aus? Können wir da irgendwas mitnehmen?
Na gut, natürlich alle momentan mit der besten Laune überhaupt. Wangelig. So, nächstes Spiel, den nehmen wir mal mit, den Kerl. Ja, Leute, da bin ich wieder. Leidiges Thema, fängt mit A an und hört mit Z auf. Ich glaube, ich hatte hier gerade versucht, ihn rauszufinden, ob der bei Butcher eingestellt hat, dass der spielen muss. Nö. Ich denke mal, dann werden wir es mal für Bakali einstellen. So, Bakali. Bevorzugte Position, haben wir ja gesehen, dass der auf HS sehr stark war. Muss aufgestellt werden. Und dann gucken wir mal. So sieht es gut aus. Also so will ich das haben. Perfekt. Gut, wir hätten jetzt Richardson noch für die linke Mittelfeldposition, aber... Ja, klar. Ich meine, Sigurdsson mit einer 75 auf der Seite. Müssen wir ihn halt mal gucken, dass wir den da umtrainieren. Sollte doch eigentlich kein Thema sein. So, News kann man noch ein bisschen was gucken. Ich glaube, hier hat es angefangen. Ich hatte eben fälschlicherweise schon mal durchgeklickt, wo ich versucht habe, alles wieder einzustellen. So, fällt für den Rest der Saison aus. 19 Wochen, Oberschenkelbruch, ganz klare Geschichte. So, Barclay, da müssen wir eine folgende Prämie abdrücken, wegen den internationalen Spielen. War natürlich das 7. Spiel, logisch. So, Scouting abgeschlossen, Leverkusen, West Bromwich und für Juan Roman. Da können wir gerade mal reingucken, was uns denn da gesagt wird. Begrenztes Talent, 65, also ist auch, ja, eins der wenigen Barca-Talente, die sich nicht durchsetzen konnten. Lohnt sich jetzt noch nicht daran zu holen. Also Liolidis hat hier Bekanntheit 9, das dauert noch ein bisschen, also einen Tag wahrscheinlich. Felix Ratjen, den hatten wir von Hamburg, glaube ich, holen wollen. Fähigkeiten 63 mit 16, der kommt dann am 1.7. zu uns. In die 2. hatte ich, glaube ich, gesagt. So, Jugendspieler erreichen Trainingsziel, höchster Formgewinn von Liam Hurst, unserem Rechtsverteidiger für die 2. So, Malaga möchte uns, ja, an der Stelle mal schönen Gruß rüber an Nick Freizockt, der eben genau diese Mannschaft übernommen hat, im Fußballmanager, nachdem er vorher mit den Grasshoppers Zürich ordentlich abgeräumt hat. Für uns natürlich nichts, also mich reizt die spanische Liga nicht, wie ihr wisst. Also das ist eigentlich nur Real, Barca und dann lange nichts mehr. Ich meine, klar, du könntest jetzt auch sagen, baust dir irgendeinen Verein auf und versuchst halt die beiden da oben vom Thron runterzuschießen. Nur das würde halt wieder Zeit in Anspruch nehmen, die wir jetzt nicht mehr haben. Also ist ja nicht mehr weit bis zum FM14, hoffe ich zumindest. Mal gucken, ob wir eine Saison noch schaffen. Nach dieser hier mit Everton, bis dann wirklich dann der FM14 rauskommt. Aber das wollte ich jetzt gar nicht machen. Ich wollte nämlich euch mal, wie gewünscht, die Bundesliga-Kader zeigen. Also die jetzigen, also inklusive Braunschweig, da filter ich das ein bisschen. Fangen wir mal an hier. Also bei den Bayern. Ich mache das jetzt so, ich lasse es ein paar Sekunden stehen, ihr könnt ja Pause machen. Also wenn ihr gucken wollt, wer ist denn da und wie alt sind die und was für eine Stärke haben die, dann könnt ihr ja Pause machen, damit es alles nicht so lange dauert. Ich klicke die dann einfach durch und ihr könnt dann ja, wie gesagt, euch die Zeit nehmen, die ihr braucht. Also hier haben wir die Bremer, mal so kurz drüber geguckt, sind schon noch wirklich ein paar Jungs dabei, wo man sagen kann, die kennt man noch von 2012, also schon ein bisschen her, 6 Jahre bald schon, spielen wir ja jetzt hier durch. Die Dortmunder, Mats Hummels sehe ich da noch, Gündogan, Bender, Großkreuz, Bittencourt, Lewandowski ist auch noch da, die alte Geldnudel. Kevin Trapham sind Tor, sehr interessant. Hamburg, nach wie vor Adler im Kasten, Letscharks, Rajkovic, Hinteregger, Rincon, Samuel Stiesen, Stammspieler hier, der 20-jährige Türke hat es anscheinend geschafft, den zeige ich euch gerade nochmal. Klasse, also was der hat sich da, der hat sich richtig da reingehangen. Vukcevic, Stöger, Berg, den haben sie ja vom Hof gejagt in Wirklichkeit. So, die Schalker, Michailov im Tor, war auch damals schon so, als wir noch in Nürnberg unterwegs waren. Jaron van Boom, unser ehemaliger Jugendspieler aus Nürnberg, ist auch noch da. Louis Holtby auch noch, bei Beck, Mlapa im Sturm, Armin Younes auf der Bank. Gladbach nach wie vor mit Ter Stegen, also der ist nicht zu irgendeinem großen Verein gewechselt, eigentlich verwunderlich. Dennis Aogo, Roberto Hilbert, Nordweit noch da, Chaka noch da, Konstantin Rausch, Patrick Herrmann, Felix Stiesen ist auch Stammspieler mit 19, den wir leider nicht holen konnten, weil der hat noch keine Nationalmannschaftsspiel gemacht hat, was mich wirklich wundert. Also Kanada würde sich doch da normalerweise die Finger lecken nach dem, nach so einem Stürmer, der vor allen Dingen noch so jung ist. So, Hannover 96. Samuel Radlinger im Tor, das ist natürlich nicht so gut, aber das ist klar, warum der da im Tor steht. Wir haben den ja vor Ende der Transferphase den Gosemanns abgenommen. Und da haben sie noch einen 21-jährigen Katari auf der Bank. Das ist wieder so ein Name, wo du dich dran verschlucken kannst.
Asad Mohammed Al-Deyaya. Klingt fast wie eine Tankstelle, der Nachname. Gab doch früher mal Deya als Tankstelle. Lukimia haben sie hier, Schmiedebach, Stindl, Abdelaue, Salai. Ich habe mal gehört, dass der Salai heißt und nicht Soloi, wie immer gesagt wird. Ich dachte auch, der würde Soloi ausgesprochen. Weil Ungarisch ist halt schon so eine komische Sprache. Ich glaube, da wird kein Buchstabe so ausgesprochen, wie er eigentlich dasteht. Ganz furchtbar. Die haben auch Wörter, die sind 10 cm lang. Minimum. So, Leverkusen, nächste Mannschaft. Niklas Lom kenne ich gar nicht. Kolasinac, logisch. Schwab, Hegeler, Luis Antonio Goretzka im zentralen Mittelfeld. Schürrle ist noch da, Kießling auch noch. Bisschen in die Jahre gekommen, aber ja, wahrscheinlich immer noch gefährlich. Also so ein Typ wie Bisevic, den kannst du immer vorne reinstellen und der macht dir die Tore. Lassina, Traoré, nach wie vor Bankdrücker. So, Frankfurt. Martin Mennel von Aue geholt. Also da hört es jetzt schon ein bisschen auf mit den Spielern, ne, wie sie original da waren. Also Sonny Kittel kann man jetzt vielleicht noch sagen, Celozzi. Aber ansonsten ist es, glaube ich, relativ rund erneuert, der ganze Verein hier. Ich meine, klar, wenn die irgendwann mal absteigen, dann gehen natürlich die ganzen etatmäßigen Spieler. So, also Köln lasse ich aus, weil die sind ja dieses Jahr nicht in der Bundesliga. Nürnberg kennen wir. Dann mache ich es ganz schnell. Ihr könnt ja nochmal Stopp machen, wenn ihr genau gucken wollt. Hoffenheim natürlich. Tim Wiese immer noch im Tor. Also was muss das für ein Schlag ins Gesicht wirklich für diesen Kerl sein? Wirklich noch dritter Torwart bei der Euro gewesen. Und dann wirst du von diesem Verein in Anführungszeichen sowas von abgeledert, als Sündenbock hingestellt, wofür du eigentlich gar nichts kannst. Ich meine, klar hat er auch ein paar Patzer drin gehabt, aber die hat jeder. Er ist ja ein Mensch. Also wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir uns Roboter da irgendwo aufs Feld stellen. Ist dann halt die Frage, ob so viel Spaß macht. Hier ist eigentlich auch relativ alles rund erneuert worden. Kuhn Castells ist noch auf der Bank als Torwart, aber ansonsten nichts mehr irgendwie. Volland vielleicht noch, Gregoric, Zaliovic, Jaisle, aber alles nur auf der Tribüne oder auf der Bank. Stammmannschaft nicht mehr so richtig. So, Stuttgart, Ulreich nach wie vor im Tor. Ist auch erst 29, also der wird scheinbar auch nicht älter. Serdar Tasce ist auch noch da. Der ist jetzt in Wirklichkeit nach Russland, das hat mich total gewundert. Was will der da? Nach Spartak und Moskau. Ist, glaube ich, seit, weiß ich nicht, 1999 im Verein gewesen bei Stuttgart. Genau, ja. Also, dass du den dann da wegbekommst, hätte ich nicht erwartet. Masa, Rüdiger, Kuzmanovic, Neustädter haben sie hier, die Davi. Da ist Ibisevic. Trifft nach wie vor immer noch, wie er will, ne? Also, ich glaube, da haben wir wirklich einen Top-Transfer. Also, mal wirklich danke an denjenigen, der mir den Tipp gegeben hat. Ich glaube, das war Sphinx Mido. Das kann sich sehen lassen. So, Wolfsburg. Benaglio haben sie noch immer im Tor. 34. Simon Kier. Marcel Schäfer kennt man auch noch. Jacel Kuh haben sie auch noch im rechten Mittelfeld. Helmes, der jetzt in Wirklichkeit wieder nach Köln abgedampft ist. Lasse Subiech. Das ist halt Wolfsburg, ne? Da ist auch immer sehr viel Rochade. So, Fürth ist nicht da, Düsseldorf nicht, Hertha ist noch. Und dann müssen wir uns die Aufsteiger noch schnappen. Fabian Giefer haben sie im Tor. Also anscheinend Kraft immer mal verkauft. Oder ist der noch? Nee, ist er nicht. Nicht mehr auf der Bank. Okay, Hubnik. Tim Klose ist jetzt bei Hertha. Wo ist denn der überall hingekommen? Also wir haben ihn nach Düsseldorf verkauft. Dann war er bei Mainz. Dann ist er nach Zürich für ein halbes Jahr. Und dann jetzt seit dem letzten Sommer bei der Hertha unterwegs. Ist auch da Stammspieler. Der hat eigentlich überall gespielt, wo er war. Der war ja auch nie schlecht. Also fand ich damals gut in Nürnberg. Michel Bastos haben die hier auch. Marco Höger, Schwegler, Jonathan Schmid von Freiburg, auch ein wirklich ein feiner Spieler. Also Hertha kann sich sehen lassen. Ich meine, die sind ja letzter, aber wenn ich den Kader hier so sehe, kann ich das schwer nachvollziehen. Also zumindest hier, ne? Also hier unten wird es natürlich dann echt schon eklig, ne? Wenn man hier runter guckt. Kann man nichts machen. So, jetzt müssen wir gerade schauen, wie komme ich am besten zur zweiten Liga. Am besten doch so. Jetzt gucken wir mal gerade. Hier haben wir Braunschweig. Da gucken wir uns das Team auch mal an. Davari ist, glaube ich, auch immer noch von damals. Genauso wie Big Chakcic. Teuerkauf. Gianluca Korte. Nils Petersen haben sie im Sturm. Correa ist, glaube ich, auch noch einer von damals. Übrig. Kratz genauso. Kumbela. Ich glaube, das müsste es aber fast dann gewesen sein. So, wen haben wir denn noch? Genau, Mainz ist auch abgestiegen und auch Freiburg dann noch am Ende. Dann haben wir sie alle. Hier ist natürlich kaum was gescoutet. Jetzt hier Wettlo mit 38 nach wie vor im Tor von Mainz. Kleine Bram, unser ausgeliehener Spieler, ist Stammspieler auf der linken Verteidigerposition. Das ist schon mal klasse. Cigerci im defensiven Mittelfeld.
Michael Johnson, Peter Sliskovic. Michael Johnson ist, glaube ich, einer von Manchester City von Duns damals. Ja, war eigentlich ein Riesentalent gewesen. Und da hat man echt gedacht, es ist der nächste Topstar aus England. Aber das Leben hat auch da wirklich einen anderen Weg gewählt bei ihm. Teilweise auch wirklich nicht unverschuldet. Also da hat wirklich die Disziplin ja nur ab und an mal gestimmt, was man so hört. So, Freiburg. Ach Gott, da ist ja immer noch, wirst du ja wahnsinnig, da ist ja immer noch William Barbio, den gibt's auch immer noch. Und immer noch bei Freiburg, den haben wir ja damals dahin verkauft. Mucha kennt man noch, Dianier, Kelly Churi ist auch noch da, Puzila, Schuster, Rosenthal, Kruse. Ja, also der Kern von Freiburg ist immer noch da. Sie unten Macchiardi, Jendrischek, Freis. Kann sich sehen lassen. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit ihm hier ist. Der ist ja schon ewig da. Hier, guckt. Seit 2015, also 2,5 Jahre bei Freiburg, 67 Spiele, 28 Tore. Ich meine, das ist nicht schlecht. Also in dieser Saison ist er wirklich top. Mit 22 Spielen, 18 Tore. Also vielleicht wird doch nochmal was aus dem. Hat einen Torriecher von 90. Ich meine, der war ja damals auch schon gut. Der hat es halt nur selten untergebracht, würde ich mal sagen. So, das waren die Kader. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr habt dann wirklich eure Schlüsse ziehen können. Also ich meine, so unrealistisch ist der Fußballmanager nicht. Finde ich jetzt, wenn man das so sieht. Also wirklich bei manchen Mannschaften siehst du einfach, wie der Kern da geblieben ist. Wo die halt wirklich versuchen, dann darauf aufzubauen. Selbst wenn sie mal absteigen, wie hier zum Beispiel die Mainzer Freiburg. Ist schon ganz gut gelöst, würde ich mal sagen. So, Infrastruktur, da lief, glaube ich, noch was. 8 Tage, das dauert noch. Dann heißt es eigentlich, können wir die Mannschaft noch taktikmäßig einstellen. Hier war ja alles gut. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles so. Torwart müssen wir noch wechseln. Das war, glaube ich, alles, was ich noch wechseln wollte. Muss ich natürlich eben auch wieder alles neu machen, weil das war dann weg nach dem kleinen Absturz. So, Taktik. Thorgan Hazard ist der Spielmacher. Ich glaube, das kann funktionieren. Yannem Villa ist ja sowieso eher hinten der Abräumer. Wir stehen ein bisschen offensiver hier, auch vom Pressing. Ich will mal 70% sehen. Ich will mal wirklich mal sehen, dass die sich da reinhauen. Auch nicht mehr riskant oder so, also kurz schon. Das ist klar. Also da sind wir ja wirklich stark. Also 30% müsste eigentlich passen. Laufwege müssen wir anpassen. Das war natürlich jetzt nicht mehr so, wie es angedacht war. So, der geht ein bisschen zurück, genauso wie Newey, aber nicht so viel. Der geht dann vorne rein. Der soll gerade gehen, nicht irgendwie, was weiß ich, da irgendwelche Bögen machen. Brooks, ja, ich will den eigentlich nicht so hinten versauern lassen. Steil gehen muss ich aber mal wegmachen. Ich glaube, der Rest kann ja so bleiben, Vorstöße oft. Dass der einfach nicht steil geht. Ich glaube, das könnte das Problem gewesen sein. So, die Abwehr will ich auch gar nicht so weit vorne haben. Also unser etatmäßige, sagen wir mal, vor der Saison, Heitinger und Shawcross. Anweisungen, mal gucken, er soll nach vorne gehen, nicht Heitinger. Dann wechsle ich das, glaube ich, mal schnell. Weil da ist Shawcross schon stärker hier. Zweikampf, Sprungkraft 86, Robustheit 90. Also wenn der da vorne rumspringt im Strafraum, dann fliegen die Abwehrspieler wie die Kegel durch die Gegend, würde ich mal sagen. So, dann machen wir jetzt einen schönen Textmodus. Beidseitig gegen West Bromwich und danach auch gegen Fulham. Ich würde sagen Leicester City. Ne, warte mal, Fulham machen wir, glaube ich, ein 3D-Spiel, weil das ist ein Spitzenspiel. Leicester Textmodus, Sheffield Textmodus. Und ich glaube, dann kommt schon wieder Benfica. Wollen wir mal gerade gucken? Ja, also das ist quasi dann der Fahrplan für die nächsten Tage für euch. Ich freue mich jetzt erstmal nach wirklich sehr vielen 3D-Spielen in Folge jetzt erstmal einen Textmodus zu haben. Bin gespannt, ob wir unsere Vorschusslorbeeren da umsetzen können und gegen die Mannschaft, die nur 8 Punkte bisher geholt hat, 3 weitere mitnehmen können. Bis gleich.